Hallo ihr Lieben, ich schiebe ein Video hinterher. Wundert euch nicht, dass es immer irgendwie die gleiche Perspektive ist, das gleiche im Hintergrund, das sieht man zwar immer, aber das gleiche Outfit und weiß ich nicht was alles. Ich habe heute Zeit und ich mache ein paar Videos. Ich habe zum Beispiel zuletzt eine Anfrage bekommen, ob ich mal meine Sleek-Paletten alle zeigen kann. Dem komme ich natürlich gerne nach und muss dazu sagen, ich habe nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten. Ich werde die jetzt einfach nur zeigen. Wenn ich eine besondere Palette einfach mal swatchen soll, dann mache ich das, schreibt mir das einfach dann in die Kommentare. Und dann werde ich dem nachkommen und mache davon ein extra Video, damit die Videos nicht einfach immer so ellenlang werden. Ich habe zum einen die Paraguaya Palette, das ist die Nummer 602. Die sehen alle bei mir ein wenig mitgenommen aus, weil die natürlich auch gebraucht werden, ist dann ja auch klar. Das ist noch aus der alten Kollektion, das sieht man daran, dass dieses Leak-Zeichen groß gedruckt ist oder gestanzt, wie man das auch immer nennen mag. Und das sind halt ja so korallige Rosatöne, die super schön für den Sommer ist. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matte Töne drin und 1, 2, 3, 4 schimmernde. Und die Palette finde ich besonders schön und ja, wirklich super schön einfach für den Sommer. Im Herbst trage ich die so gut wie nie, aber oder im Winter, im Herbst kann man die ja trotzdem benutzen. Aber die rosanen Töne sind natürlich so gar nichts für mich. So, dann habe ich die Au Naturel oder Au Naturel, wie man es auch mal aussprechen mag, in der Nummer 601. Die habe ich schon sehr oft benutzt und die schaut so aus. Hat irgendwie, das ist auch die alte Kollektion davon. Die neue, die hat ja auch nicht mehr diese Einstanzungen. Und die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, auch 8 matte und 4 schimmernde. Und ich kann gleich mal nah rankommen. Und da ist keine Farbe bei, die ich noch nicht verwendet habe. Sehr hübsche Palette, wie ich finde. Auch sehr oft in Gebrauch. Dann habe ich hier die Bad Girl Palette, die ich mir mal im Kleiderkreisel habe getauscht oder so. Und muss dazu sagen, die habe ich noch nicht verwendet. Irgendwie diese blauen Töne sind nicht so ganz mein Ding. Die grünen dafür umso mehr und darum muss ich die echt einfach mal benutzen. Die schaut so aus. Und schaut nicht auf meine Nägel. Ich muss unbedingt zu meiner Nageltussi, aber ich habe dann doch ein bisschen zu viel eingekauft diesen Monat und muss das so lange herauszögern, wie es geht mit meinen Nägeln. Ja, und so schaut das aus. Ich finde diese Grüntöne, die ich meine, sind hier unten, die finde ich sehr hübsch. Diesen Ton finde ich auch ganz toll. Aber blau, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, ich muss sie einfach mal verwenden. Aber im Moment bin ich jetzt nicht so auf den Blau-Chip-Trick. Oh Gott. So, dann kommt die 568 Sunset Palette. Mega schön. Ich finde sie einfach nur den Hammer, den Brüller, diese Palette. Allerdings, Entschuldigung, ich habe mich gerade vom Acker gemacht. Allerdings sieht die auch schon ordentlich vermatscht aus, die Palette. Also, tut mir leid. So schaut sie aus und die hat halt diese bronzigen Rottöne, diese schimmernden Highlighter-Töne und ein mattes Schwarz. Das ist, glaube ich, in diesem Fall ein Eyeliner und einfach total schön. Aber weil die so versifft ist, ich muss mich ja entschuldigen, also ich muss es ja rechtfertigen. Und zwar hat von meiner Schwester, der Ex-Freund, dessen Tochter, fand meine Palette mal so schön und hat die gefunden und hat da mit ihren Fingern drin rumgetatscht und hat natürlich mal schwarz in blau und sowas und dann, oh Gott, ich bin fast an die Decke gegangen. Ja, aber es sind schon mal kleine Kinder, man kann denen ja dafür nicht den Kopf abreißen, nur weil die neugierig sind. Ja, dann habe ich die Storm Palette, die 578 ist das und das ist so mein Favorite von den Sleek Paletten. Und die hatte ich auch mit in den Urlaub. Sieht auch demnach auch aus. Und ja, die ist einfach die schönste Palette, die man sich von Sleek anschaffen kann, finde ich.
guck mal da bin ich auch besonders stolz hier. Ja, ein Traum. So, und dann meine letzte Palette. Ich habe nämlich eigentlich noch, ich hatte eigentlich eine mehr, die habe ich aber meiner Schwester gegeben. Sie fand die so toll und dann, ja, bin ja nett. Ja, und dann wollte ich mir die nochmal neu kaufen, weil sie hatte mir auch ein wenig Geld dafür gegeben. Sie meinte, komm, ich will die nicht ganz, hol dir dafür eine neue und so. Und dann wollte ich mir eigentlich die neue holen. Da habe ich mir das Geld mir bei der Naked 2 Palette mit beigetan. Da habe ich mir gedacht, komm, die Naked 2 ist dann doch schöner als die Ultra Matte. Und die war nämlich das. Das war diese Ultra Matte Palette. Die Volume 2, also die dunklere. So, und meine neueste Sleek Palette ist die Respect Palette. Da hatte ich auch schon ein Video darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon hochgeladen habe. Bestimmt. Und wenn, dann verlinke ich es euch mal in der Infobox. Und das sind diese Töne. Und die finde ich auch ganz besonders hübsch. Die habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, wie man sieht. Und ja, sehr toll. Sehr hübsch. Das ist auch die neue Kollektion. Man sieht, da ist diese Einstanzung halt nicht mehr. Wie bei den alten, da war ja immer so ein Raster und hier sind jetzt nur noch so, ja, so ein bisschen aufgeraut, wenn man das so nennen kann. Ja, das waren meine Sleek Lidschattenpaletten. Ich habe zum Beispiel noch diese Sleek Rouge Palette. Die kennt ihr auch aus meinem letzten Haul, denke ich, aus diesem Cosmetic Cosmo Haul. Und da sind diese Rouge-Töne drin. Heute trage ich auch einen davon. Das ist dieser hier. Furnace heißt der. Den trage ich auch heute. Allerdings, Achtung, Achtung. Ich habe dann erst die Seite aufgetragen, bin dann mit dem Pinsel rein. Ja, ich habe es nicht mehr richtig runtergekriegt. Also ich bin ein bisschen, einen kleinen Ticken overblushed heute. Habe das noch ein bisschen ausgebessert, aber ja gut, man muss höllisch aufpassen bei Sleek Blushes, weil die sind höllisch gut pigmentiert. Ja. Das waren meine Sleek Paletten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Und bis dahin sage ich mal Tschüss.